So, willkommen zurück. FIFA 16 wieder am Start. Kurze Informationen mal wieder am Anfang. Transfers. Ich habe Memphis Depay bekommen für 35 Millionen plus Bartstuber. Zwar ein bisschen teuer, aber ich wollte einen linken Flügelspieler, den ich in die B11 einbauen kann. Und da habe ich jetzt Depay genommen, weil Ribéry ist ja auch weg wegen Toni Kroos. Und ja, jetzt ist unser Kader halt so. Wie er jetzt ist. Punkt. Und jetzt geht's ins nächste Spiel. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Wir machen mal leicht bewölkt. Und gehen ins Spiel. Ja, in der letzten Folge haben ja unsere Debütanten getroffen. Wollte gerade sagen, unsere Debütanten debütiert. Oh, jetzt habt ihr wieder kurz ein paar Bildfederchen gehabt. Dürfte aber nicht allzu wild sein, denn jetzt die dürfen ja weg sein. Und da sind wir. Bayern gegen Hoffenheim. Süden gegen Süden. Kevin Corani bei Hoffenheim in der Startelf. Na, wer kann sich noch dran erinnern? Nutella. Beste Heimbilanz, ja. Schalke auf Platz 2, alles klar. So, dann wollen wir mal loslegen. Könnte mit einem Fehlpass von Müller. Aber Bale. Hat's geahnt. Lahm. Müller. So, Lahm. Da ist Bale. Ah, gegen drei Mann. Da kam gerade drei Mann auf Bale drauf. Vor dem scheinen sie richtig Angst zu haben. Reicht. Aber drei Mann zu stellen ist natürlich auch eine riskante Sache. Weil wenn man dann eine Lücke findet, dann sind sie sehr weit offen. Alaba jetzt über die linke Seite. Müller und Kroos, der verliert auch den Ball. Jetzt sind unsere Debütanten, haben jetzt beide einen Ballverlust gehabt. Unsere frisches Fleischchen. Flanke kommt. Philipp Lahm hat sie. Und das ist der Schuss. Und naja, hat ihn. So, der Ball kommt und Neuer sicher. Lewandowski verliert in den Ball. Und Boateng. Und dass der Tempo hat, das weiß man. Und der zieht und der zieht und der zieht und der zieht. Und da kommt die Flanke zu. Müller! Oh, da war der Torwart schon geschlagen und da geht das Ding drüber. Eigentlich perfekt gemacht, aber leider ein Stück zu hoch. Schade, schade. Groß hat den Ball gerade ganz schön komisch angenommen. Bale, Flanke, kann man sollten Pfosten. Geklärt. Ecke kommt von Bale. Die ist gut. Müller, Ecke, ein... Ja, mit dem versuchten Ball Richtung Vidal. Der Torwart da ganz schnell Druck gesetzt und das verleitet ihn zu diesem kleinen Bock. Vidal. Alaba. Schnell genug wieder da. Da ist er schnell genug da. Ja, ist er, aber da ist der Abwehrspieler im Weg. Bale, Vidal, Müller, Costa, Flanke, kommt Lewandowski und da ist noch eine Ecke. Oder auch nicht, oder? Hallo. Kommt, die ist auf den Torwart. Oh Mann. Den hat. Ja! Oh, Problem bei Baumann! Oh. Flatterball geschossen von Medi Benatia und Lahm. Wunderbar den Ball geholt.
Costa, Costa, Douglas, Costa abgefälscht, wie immer aus Distanz. Gucken, ob das geht. Das geht. Oh, was eine Idee! Marschus, Tor! Nein! Oh Mann, ey! Ah, oh, das war zum Mäusemelken. Oh Mann, was war das denn? Ernsthaft? So ein Pass! Jonathan Schmid. Was soll die Scheiße denn jetzt? Willst du jetzt auf Zeit spielen, auf französischer Spacko oder was? Müller, Bale, komm, renn. Ach, Costa ist das. Costa, wo ist denn Bale dann? Wieso ist Costa dann auf dem rechten Flügel? Ich hatte ihn noch gar nicht eingestellt. Flügelwechsel habe ich auch nicht eingestellt. Komm mal, Bale. Also die zweite Halbzeit muss deutlich, deutlich besser werden, um meine Laune zu stärken. Jetzt bin ich gerade im Arsch. So ein scheiß Pässen. Mal wieder. Und da ich das Gefühl habe, dass Hoffenheim so ab der 50. Minute oder ab der... Mann, jetzt geht der Scheißball ja ab der 60. nur noch mit hinten rumspielen wird, müssen wir schnell das Tor machen. Da müssen wir den Ball bekommen. Das war ungefähr so. Ja. Oh. Also ich weiß nicht, wie das mit dem Ball hochschießen ist, aber flach ist im FIFA irgendwie angesagt. Das ist ein Foul. Alter Schiri, guck doch hin, du Spacko, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ja, da denkst du dir so, dass die Flanke durchkommt. Ey, ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. So scheint eigentlich die Sonne, habe ich nicht bewölkt eingestellt. Egal. Bale. Oh, dann kommt der scheiß Ficker da noch dran. Das kann doch nicht sein. Immer ist ein Bein dazwischen. Ist das hier so programmiert oder was? Oh. Alter! Wenn das keine gelbe ist, na dann schmeiß ich alles hin. So. Da ich keine Ahnung habe, ob das funktionieren wird, mache ich jetzt hier so ein... Es war's wieder schießen! Ich kann nichts machen. Kann nichts machen! Ich kann gerade nichts machen, ey. Warum kann ich den Scheißstick nicht bewegen hier, Mann? Das regt gerade so auf. Oh. Es ist zum Kotzen, Scheiße, Mann! Offensive. Volle Offensive jetzt! Jetzt fangen wir an, hinten anzuspielen, du Hurensohn! Jetzt kommt der Scheißball. Ey, es reicht mir langsam mit der Scheiße hier, ernsthaft! Ah!
Das ist in FIFA 16 so beschissen gemacht, dass wenn der Gegner den Ball hat, dann hängt er mit den Klettern an dem Scheißteil. Den hält er, pass auf. Yay, fickt euch einfach! Das kann nicht euer Ernst sein! Mann! Es reicht mir echt! La, Möller, Alaba. Alaba! Geht doch! Verdammter Scheiß, die Wand, verfickte Fickenfick! Oh! Geht doch, endlich! Alter! Der wäre hundertprozentig daneben gegangen, wenn ich jetzt nicht eh beleidigt hätte. Leck mich an der Nudel, Alter. Das ist doch so eine Scheiße, das hier. Mann, 1-0 Alaba. Erstes Saisontor. Wenigstens das ist mir vergönnt heute. Hast du. Was war das? Naja, den hast du. Na, kommst du nicht raus, Schnulli? Okay, von mir aus. Eins null gegen die Hurensöhne. Mann, ey. So eine beschissene Kack, fick, ficken, fick. Ich werde das nicht zensieren. Guckt euch das einfach nicht an, ihr kleinen Pisskinder. Ja, ja, weg hier mit der Scheiße, Alter. Ich will's nicht sehen. Wisst ihr was? Wir sehen uns in der nächsten Folge von FIFA 16, Leute. Das hier mit dem Transferzeug mache ich jetzt noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.